Wären Sie so nett und machen den Herrn Rogel hier mit dem Götze bekannt. Den sehe ich da hinten gerade. Der sucht noch einen Probenraum für seine Theatergruppe. Sagen Sie ihm, Herr Rogel ist Schulleiter, hat eine riesige Aula, die ist sicher mal am Abend frei. Mach's gut, Andreas. Und grüß Heike von mir. Schade, dass sie nicht kommen konnte. Entschuldigung. Tja, jetzt brauchen wir wohl eine gute Ausrede, was? Wofür? Ach, kommen Sie. Ich habe Ihren Gesichtsausdruck gesehen. Sie wollen keine Horde von behinderten Schauspielern in Ihrer Aula. Nein, das haben Sie falsch verstanden. Nee. Das können Sie jetzt nicht zugeben, das ist mir schon klar. Sie wissen auch nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Verraten Sie es mir? Das hätten Sie wohl gerne, was? Seien Sie vorsichtig, vielleicht bin ich ja die Frau vom Staatsrat. Nee, die kenne ich. Die hat vor 10 Jahren bei mir Abitur gemacht. Ach, ist wohl nicht seine erste Frau. Eine dritte. Das ist also das, was die Kinder bei Ihnen lernen? Richtig heiraten, das ist ein Schulfach bei uns. Auf die Schule hätte ich mal gehen sollen. Ja, dann Prost. Auf das wahre Leben. Behindert. Mhm. In welcher Schule waren Sie? An vielen Schulen. Marco hat sich am Anfang sehr schwer getan, was nicht seine Schuld war, sondern meine. Er hätte als Kind viel mehr gefördert werden müssen. Ich habe da total versagt. Ach, das glaube ich nicht. Ach, glauben Sie es mal. Sein Vater hat sich direkt nach der Geburt vom Acker gemacht. Ich habe Marco alleine großgezogen. Sie haben mit Sicherheit noch nie eine so überforderte und unfähige Mutter gesehen. Auch wenn Sie das wahrscheinlich nicht hören wollen, aber meinen Respekt. Nein, will ich nicht. Ich will Ihnen erzählen, wie aus dem Kind einer Katastrophenmama dieser sensationelle Typ geworden ist, der hier neben mir sitzt. Wollen Sie wissen, wem wir das zu verdanken haben? Ja, gerne. Einem einzigen Menschen. Und dieser wunderbare Mensch, dem wir alles, aber wirklich alles zu verdanken haben, heißt Peter Staude. Ja, ich verstehe. Sie verstehen gar nichts, Sie Hornochse. Sie haben keinen blassen Schimmer, was Peter Staude mit seinem Verein möglich macht. Ich möchte Ihnen gerne erklären, was... Ach, halten Sie die Klappe! Marco war ein alleingelassenes, verzweifeltes Kind, bis er in Peter Staudes Sportverein gekommen ist. Und heute spielt er im Kader der Fußballnationalmannschaft der geistig Behinderten. Und weiß, was er kann und ist stolz drauf. Das hat Peter Staude möglich gemacht. Peter Staude hat Theater für Behinderte gegründet, ein Orchester und ein Architekturbüro. Und Sie, jämmerlicher Schulleiter von diesem jämmerlichen Gymnasium hier, wollen diesen Mann zerstören, weil er sich ein Haus gebaut hat? Ich sag Ihnen. Dieses Haus hat sich dieser Mann sowas von verdient. Wir haben ihm sogar dabei geholfen, es zu bauen. Wir haben Spenden quittiert, die wir nie bekommen haben. Wir haben noch ganz andere Sachen gemacht, jahrelang. Ich bin nur hier, um Ihnen zu sagen, wie sehr ich Sie verachte. Sie sind für mich das Allerletzte. Du hast Glück. Firat beschuldigt seinen Anwalt und sieht von der Anzeige ab. Bleibt nur noch zu klären, wer dir den Besuch in Santa Fu genehmigt hat. Meine Dienstherrin? Wozu? Damit du Aslan provozierst? Ja, du bist wütend, du willst Krieg. Die Mutter meiner Tochter saß im Wagen. Lenny hätte dabei sein können. Wir haben sie zu lange glauben lassen, der Kiez gehört ihnen. War ein Fehler, ja. Ja. Okay, du kriegst Rückendeckung. Ich lehne mich aus dem Fenster, aber ich schwöre dir, noch so etwas und ich ziehe dich endgültig aus dem Verkehr. War's das? Nein. Ich bin froh, dass du noch lebst. Was machst du jetzt? Am Leben bleiben. Bei mir finden sie dich nicht. Du willst, dass sie dich finden, hm? Ich warne dich. Ich melde mich. Wir brauchen Beweise. Es ist noch keine 48 Stunden her. Noch kannst du dich untersuchen lassen und aussagen, dass er dich vergewaltigt hat. Ich kenne diese Aussagen. Ich habe sie schon 100 Mal gelesen. Ich weiß. Ich will nie für den Rest meines Lebens Opfer sein.
Anwältin. Anna. Ernst. Aber er ist doch gerade erst rausgekommen. Tja, frische Luft ist ihm leider nicht allzu gut bekommen. Deshalb erhoffen wir uns jetzt Informationen. Hat er sich vielleicht während seines Gefängnisaufenthaltes irgendwelche Feinde gemacht? Gab's offene Rechnungen. Da hat er mal jemand verpfiffen. War der noch zusammen? Hat nur so viel vor. Na, mir, wenn ich hier auch draußen bin, mit den ganzen Scheiß hinter uns lassen. Was soll ich denn hier drin noch mitkriegen, hä? Sven hat mich das letzte Mal mit seinem Bewährungshelfer besucht. Die beiden haben sich sehr gut verstanden. Fragen Sie den. Sie kamen die Treppe runter, Verdächtiger Nummer 2 kam entgegen und haben Sie ihn eigentlich auf Ihre polizeiliche Gewaltanwendungslegitimation hingewiesen? Ja, ich habe Polizei gesagt, bei Ei hat er geschossen. Nummer 3? Kam schießend aus dem Aufzug. Ich habe getroffen. Dreimal. Schusswaffengebrauch darf laut SOG Hamburg nur Angriffs- oder Fluchtunfähigkeit zum Ziel haben. Dafür hätte ein Treffer genügt. Ist auf Sie schon mal geschossen worden? Ich musste sicher gehen, er wollte mich töten. Da haben Sie lieber ihn getötet und die anderen beiden. Also 3 Menschen. Haben Sie eigentlich gar kein Problem damit? Doch. Aber das ist mein Problem. Was haben Sie empfunden, als Sie geschossen haben? Es war Notwehr. Das habe ich Sie nicht gefragt. Was Sie dabei gefühlt haben. Angst und Verwirrung. Klar. Sie kennen sich auf der Wiese aus, hm? Furcht und Verwirrung sind legitime Affekte. Aber Sie waren beim SEK. Sie sind stresstrainiert. Was mit Wut? Die jungen Mädchen wurden zwangsprostituiert. Wollten Sie so etwas wie Gerechtigkeit üben? Nein. Dann hätte ich ihn erst ins Knie und dann in die Eier geschossen. Katinka, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Das warst du immer. Was soll ich denn jetzt machen? Ich liebe dich. Weißt du was, Robert? Es gab in den letzten Tagen kaum eine Sekunde, in der ich nicht an uns gedacht hätte. Ich hatte unendliche Angst, aber ich kann nicht einfach so tun, als ob das nicht passiert wäre. Verstehst du? Ja. Ja, das verstehe ich. Ich bin nicht mehr der gleiche, Katinka. Komm, komm mal mit. Komm.